Die Woche des Wassers mit Staatlich Fachingen. Denn Wasser ist der Quell des Lebens. Aber wo ist so eine Wasserquelle denn eigentlich? Das betrachten wir mal am Beispiel von Staatlich Fachingen. Das Wasser entspringt im Lahntal in einer Tiefe von 400 Metern. Und im Laufe von mehr als 100 Jahren hat es viele wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente aus dem Quellgestein gelöst und aufgenommen. Das sind aber nicht die einzigen Besonderheiten. Heiner Wolters, Geschäftsführer bei Staatlich Fachingen. Das Besondere ist eben, dass wir quelleigene Kohlensäure hier auch vorfinden. Mit der quelleigenen Kohlensäure werden eben diese Mineralien mit nach oben gefördert. Mit einem natürlich hohen Gehalt an Hydrogencarbonat, unser Wasser enthält 1846 Milligramm pro Liter, unterstützt Staatlich Fachingen die optimale Säure-Basen-Balance und wirkt einer Übersäuerung des Körpers entgegen. Und das ist für die Menschen wichtig. Kein Wunder, dass schon Johann Wolfgang von Goethe Liebhaber des berühmten Wassers aus Fachingen war. Mehr dazu auf klassikradio.de.